Rein in den 28. Spieltag in der zweiten HBL. Freitagabend, Derby in Dessau. Der HCL Florenz Dresden ist zu Gast. Der hat vor einer Woche erst das Sachsen-Derby gegen den EHV Aue gewonnen. Nun soll der nächste Derby-Sieg folgen. Aber die Gastgeber kommen hervorragend rein in dieses Spiel. Über die treibenden Kräfte Vincent Sohmann und Timo Löser landet der Ball erst bei Jakob Hirska und dann im Tor. Für Timo Löser ist es sowieso ein besonderer Abend. Der beste Feldtorschütze der zweiten Handball-Bundesliga wechselt ja im Sommer nach Dresden. Hier erhöht er auf 7:4. Was ist mit dem HCL Florenz? Der hat erst einmal in diesem Kalenderjahr verloren, das war Anfang Februar, ist also seitdem 7 Spiele lang ungeschlagen. Hier gibt es ein spektakuläres Tor von Julius Dierberg. Spektakulär in der Verarbeitung, auch wenn er da vorher natürlich durch den Kreis gelaufen ist. Trotzdem, Dresden findet jetzt besser rein in sein Spiel, kommt auch besser ins Tempo. Hier ein Beispiel. Die Gäste schalten viel schneller als Dessau um, trotz Unterzahl. Spiel gedreht. Zur Pause führt der HCL Florenz mit 12:11, kann sich dann aber ein kleines Polster zulegen. Dessau verliert den Ball und Dresden bekommt den bis auf Nils Greilich. 15:19, komplett anderes Spiel. Dessau hat 5 Punkte aus den letzten 3 Spielen holen können und entledigt sich immer mehr und mehr seiner Abstiegssorgen. Wie in der Vorwoche gegen GWD Minden behält das Team von Uwe Jung-Andreas trotz Rückstand auch hier seine Ruhe und kommt wieder zurück. Yannick Danneberg gleicht aus. Mega Stimmung jetzt von den Rängen. Die bekommen ein spannendes Derby zu sehen. Dresden legt vor der Crunchtime wieder vor. Lukas Wucherpfennig stellt auf +3. Aber wieder kommt Dessau zurück. Interessant beim letzten Angriff der Dresdner, dass der DRV in der Abwehr gar nicht mehr auf die Kreuze reagiert hat. Ja, gut so. Ballgewinn von Jakob Fiska. Ja. Und der Treffer von Fritz Leonhake. 27:26. Für Dessau-Rosslau. Und auf der anderen Seite geht es dann wieder sehr, sehr, sehr schön. Und wieder Romarosus. Aber es gibt den Puff. Nein, keine 2 Minuten. Oh Mann. Und dann wird's nochmal unübersichtlich. Mit der Sirene steht es 28:28. Dessau hat aber noch einen 7-Meter zugesprochen bekommen. Und bevor der ausgeführt wird, kommt diese Szene. Hier schubst Yannick Markus Pust Vincent Klepp und erhält dafür die rote Karte. Im Anschluss darf dann Jakob Hirska endlich den letzten Wurf ausführen. Sieg oder Unentschieden? Tor! Jakob Hirska! Der Mann des Spiels! Siegtreffer für den Dessau-Rosslauer Handballverein. Das Ganze nach der Schlusssirene und vom 7-Meter-Punkt. Ab nach Bietigheim. Die SG BBM Bietigheim empfängt GWD Minden. Das Spiel hätte man vor der Saison auch als ein direktes Duell um den Aufstieg sehen können. Um den Sprung in Liga 1 spielt aber nur das Team von Ica Romero, das als Tabellenzweiter aktuell auf einem Aufstiegsrang steht. Hamm und Hagen aber kommen immer dichter heran, sodass 2 Punkte hier extrem wichtig wären. Der Start kann sich schon mal sehen lassen. Fabian Widerstein trifft zum 3:0 und zwingt Mintens Trainer Aaron Zierke früh ins erste Timeout. Wir machen das da alles nur halbherzig, ohne Esprit, ohne Herz. Und seine Worte zeigen Wirkung. Minden bekommt in der Folge mehr Zugriff und trifft vorn auch endlich. Luka Sebetic, Ausgleich. Eigentlich ist das Kreisspiel ja eine Bietigheimer Spezialität. Minden aber kann das auch, zeigt hier Sven Johansson, der dieses Mega-Anspiel verwertet. Minden ist das Team in der Liga, das mit die meisten Gegentore über den Kreis bekommt und Bietigheim wiederum erzielt ligaweit von der Position die meisten. Hier will Yahav Shamir das verändern, hält diesen Ball spektakulär gegen Widerstein. Kurz darauf aber versucht Bietigheim es schon wieder über den Kreis, Stichwort ja auch spanisches Spiel von Ica Romero und diesmal trifft Fabian Widerstein. Mitte des zweiten Durchgangs tritt Christian Schäfer zum 7-Meter an. Der Top-Torschütze der Gastgeber beendet im Sommer ja seine Laufbahn. Hier trifft er und Bietigheim setzt sich ab. 27:23. Geht noch was für GWD Minden? Seit 5 Partien ist der Bundesliga-Absteiger ungeschlagen und konnte sich zuletzt stabilisieren. Johansson wieder über den Kreis.
GWD deckt nun offensiver. Das ergibt Räume, unter anderem für Tom Wolf. Aber zu ist das Spiel noch nicht. Die SG verdattelt von diesen Angriff und Damul sieht das leere Tor. 34:33, das waren zwei schnelle Antworten der Gäste. Jetzt ist es nur noch einer. Und so steht es bis rein in die letzte Minute. Und dann das. Die Halle erhebt sich. Letzter Pass, Hermeling. Und Ali ist da und hält. Der ägyptische Neuzugang entscheidet wie schon vor kurzem in Hamm ein enges Spiel für Bietigheim, das so Platz 2 festigen kann. In Hagen treten die beiden zurzeit konstantesten Teams der Liga gegeneinander an. 11 der letzten 12 Spiele hat der VfL Eintracht Hagen gewinnen können. Gegner Potsdam ist sogar schon seit 24 Spielen insgesamt ungeschlagen, davon nur 2 unentschieden. Und so ist es das Duell des Tabellenvierten gegen den Tabellenersten. Und das beginnt temporeich. Von Beginn an geht es hin und her. Forlicek bekommt hier den Raum zum 5:4. Hagen hat ja schon den Tabellenzweiten Bietigheim und in der Vorwoche auch den dritten Hamm geschlagen. Geht das auch gegen den ersten Potsdam gut aus? Karl Rosner verkürzt hier wieder für das Team von Bob Hanning, das mehr und mehr dem Aufstieg entgegenfliegt. Wer kann Potsdam überhaupt noch stoppen? Hagen stellt eine flinke Abwehr. Kim Vosfels holt sich diesen Ball und dann geht's schnell. Potsdam wird mit seinen eigenen sportlichen Waffen geschlagen. Jukic 11:9. Dieses Team ist vor allem so stark, weil es so selbstkritisch zu sich selbst ist, sagt Bob Hanning über seine Mannschaft, die ja in der Vorwoche erst das Duell gegen den direkten Verfolger Bietigheim gewinnen konnte. Hier läuft Potsdam aber ergebnistechnisch weiter hinterher, Simic verkürzt. Und wie schnell es dann gehen kann, zeigt folgende Szene. Schön durchgesetzt. Maxi Morlov. Haukon Stevenson. Was eine erste Hälfte von Hagen. 19:16 steht zur Pause. 19 Tore für Hagen. Aber nun kommt Potsdam mit Tempo. Max Benecke kann nicht nur selbst shooten. Hier hat er das Auge für Akakpo auf rechts außen. Und die Gäste sind wieder dran. Aber wie lange? Hagen bleibt nämlich cool und souverän. Puja Nuruzi. Hagen schaltet schneller, auch in Durchgang 2, immer wieder. Und hier steht's jetzt +3. Auch aus dem Positionsangriff findet Hagen immer wieder Tiefe. Spielt die Kreuzungen top aus. +5, Kim Vosfels. Potsdam droht die zweite Auswärtsniederlage der Saison, stemmt sich aber dagegen. Kofler für Benecke. Der Top-Torschütze der zweiten HBL trifft auch an diesem Abend wieder oft, 14 Mal insgesamt. Vor dem Spiel hat Hakon Dadi Styrmisson seinen Vertrag um 3 Jahre in Hagen verlängert. Und hier entscheidet er jetzt das Spiel, denn da kommt Potsdam nicht mehr ran. Und zum Ende hin prellt der Isländer dann in Basketballmanier, sieht noch Alexander weg. Und dann geht die Serie von Hagen weiter, auch gegen den Tabellenführer aus Potsdam. Der verliert erstmals seit Spieltag 3. Und Hagen kommt ran an die Aufstiegsplätze. Nun sind es nur noch 5 Punkte Rückstand.